Hinten ist doch nicht schlecht. Oh, und wir haben einiges an Ansehen bekommen. Das ist gut. Was in aller Welt sind das denn für welche? Staunst du, als du die ungewöhnlichen Schleuderer der Wüter siehst. Niemand weiß es. Ohne Vorwarnung stolpert eine derangierte, halbtote Schlacke aus dem Unterholz und stürzt sich auf den Jocks vor dem Schatzwagen. Die überraschten Wahlen ziehen die Waffen, doch schon rutscht der große Metallwagen ab. Ein tiefes Grollen ertönt, der Wagen wird aufgehalten. Er ist bereits viel zu nah an der Klippe, der verwirrte Jocks baumelt im Geschirr über dem Abgrund. Auf ihm klammert sich der Wüter fest. Gunulf ist es, der gerade den Absturz verhindert. Seine eine Faust hat mit weißen Knöcheln den Wagen gepackt, die andere Hand umschlingt einen Baum. Gunulf sagt, dass er loslassen soll. Meine Pflicht, ätzt er, er gibt nicht nach. Du fragst dich, wie sehr dieses Verantwortungsgefühl sein Lebensinhalt ist. Der Wüter hat Fuß gefasst und beginnt, über den Wagen nach oben zu klettern. Der Baum knackt schon unter dem Gewicht. So, wir befehlen ihm. Mit einem Schrei, als hättest du ihm ein Messer in die Rippen gestoßen, statt ihm einen Befehl zu geben, lässt Gunulf den Wagen los. Dieser ist im Nu verschwunden. Geraume Zeit später hörst du es weit unten krachen. Am Fuße der steilen Klippen, zahllose klafft er tiefer, ist der Schatzwagen zu einem gefrorenen Feuerwerk aus Gold, Kostbarkeiten und den Überresten von Jocks und Wüter zerborsten. Das war ein teurer Fehler, knirscht Ubin. Du fragst dich, warum der Wüter eigentlich über den Jocks hergefallen ist. Dann wird dir klar, dass das größere Problem im Augenblick in dem Schatz besteht, der am Fuße der Klippe verteilt liegt. Das machen wir, glaube ich, mal, oder? Ja, das machen wir mal. Hier ist der Schatz auch nicht weniger sicher als im Strand oder anderswo, sagt Ubin mit distanzierter Miene. Du hältst es trotzdem für besser, etwas dagegen zu unternehmen, dass am Fuß der Klippe so ein Haufen Kostbarkeiten liegt. Du lässt ein gutes Dutzend vertrauenswürdiger Wahl zurück, die mit dem Schatz nach Strand zurückkehren sollen. Mit der übrigen Karawane ziehst du weiter. Ja, es sind nur 15, das kann man verschmerzen. Ich möchte mal einmal gucken. Okay. Nur einen Tag, das kriegen wir hin. Hakon können wir leider nicht befördern, aber Mogere, ja, weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Wir machen einfach mal weiter. Die Karawane macht eine kurze Rast unter dem Götterstein. Die Krieger sind froh darüber und der Stein vermittelt euch das tröstliche Gefühl von Geborgenheit. Den Leichen, die unter ihm liegen, hat er allerdings nicht geholfen. Die Erde um den Götterstein herum ist verkohlt, als habe es einen Kampf gegeben. Kaufleute, keine Wüter. Dengelre ist von diversen Gütern umgeben, einem Phasmet unbekannten Alters, losem Silber, einer Statue aus Speckstein, Opfergaben für einen toten Gott. Das hier würde ich sagen. Also wir plündern hier bestimmt keine Göttersteine. Ein Glitzern inmitten des Leichenbergs zieht deinen Blick an. Du findest eine goldene Halskette mit 5 Ringen unter einem Wams. Der Tote ist der Schwager des Kaufmanns. Er hat es wohl nicht geschafft, murmelst du. Ich weiß gar nicht, ob wir den jemals wieder treffen. Auch wir nehmen den einfach mal mit, die Halskette. Du wirst Mogere die Halskette zu und sagst ihm, dass er auf sie aufpassen soll. Wenn irgendwer vertrauenswürdig ist, dann er. Oh, Ansehen. Wie auch immer sie darauf gekommen sind, dass ein Götterstein Sicherheit bedeutet, murmelt Mogere. Wir sind hier völlig exponiert. Wenn wir rasten wollen, sollten wir das woanders tun. Untersuchen erstmal den Stein. Dengelre gehörte immer zu den Lieblingsgöttern der Menschen. Er war der Gott der guten Geschicke. Angeblich brachte er Glück, Wohlstand und was auch immer sonst man sich wünschte, aber nicht erlangen konnte. Das Wort Geschick hat einige Bedeutungen. Schließlich zieht ihr weiter.
Und wir haben jetzt eine gute Moral. Sehr schön. Oh, und ihr seht hier alles voller Wüter. Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen schwierig. In der Ferne siehst du Rauch über den Bäumen aufsteigen. Wüter sind nicht dafür bekannt, dass sie Feuer legen, kommentiert Mogre. Aber man kann damit ihre Aufmerksamkeit erregen. In den großen Kriegen haben wir solche Feuer benutzt, um sie zu lenken. Ja, aber nach einer Weile sind sie dahinter gekommen, wirft ein anderer Krieger ein. Es könnte auch jemand sein, der unsere Aufmerksamkeit erregen will, macht Fasold geltend. Auf diesen Weg wurde die andere Gruppe aus Schlitt geschickt. Wie man es auch dreht und wendet, es wird Zeit kosten, sich Klarheit zu verschaffen. Wir werden selbst gehen. Die Kampfgeräusche vor euch lassen euch durch das Unterholz preschen, wobei ihr toten Wal und Wütern ausweichen müsst. Ihr geratet in eine Szene des Gemetzels. Zahlreiche Wal sind von Wütern umzingelt. Erklärungen müssen warten. Auf in den Kampf. Jo, Komm, wir befördern einfach mal Mogre. Der kostet jetzt nur 5 und wir haben ja einiges. Und ich möchte das hier. Der wird jetzt hier so ein Hau drauf, die Rüstung zerstören können. Ja, und das ist alles erträglich. Der hier ist nur ekelig. Und ich werde meine Gruppe nicht aufteilen, so wie hier. Da habe ich keinen Bock drauf. Die haben keine Fernkämpfer, also wird das auch nicht so schwierig. So können wir es machen. Du könntest hier hin, ihr seid hier hin. Boah, so ist das in Ordnung. Eins drüber braten, aber wir stellen uns erstmal hier hin. Ja, genau. Komm zu Papi. So, dann kommst du hier hin. Oh, vor dem Großen habe ich Angst. Vor dem Großen habe ich große Angst sogar. Du kommst mal hier hin. Mit Irsa hier den angreifen, aber das bringt es gerade nicht so wirklich. Dann kommst du mal hier hinter. Diese Brandschlacke ist vielleicht nicht mehr so doof, aber nee, besser nicht. Das mal so. Am liebsten würde ich ihn jetzt hier hinschicken, das wäre so schön, da könnte er alle platt machen. So, der ist schon mal so gut wie tot. Guck mal, jetzt kesseln wir die quasi ein, das ist ganz nett. Ja, du bist jetzt unser Rüstungszerstörer. Oh, das war nicht so nice. Nö, warte mal, brauchen wir gar nicht. Oh. Der ist wirklich tot. Auf jeden Fall. Wen krallst du dir denn? Oh, du kannst hier 8 abziehen. Ist egal, machen wir mal. Oh. Das hat gesessen. Ach ja, stimmt, der kann ja hier auch noch. Er hat ja ein Feld frei quasi, wo er angreifen kann. Also was dazwischen liegen kann. Das ist sehr, sehr praktisch. So, und jetzt möchte ich, dass Irsa kommt. Und hier diese Brand.
Geschichte irgendwie hier so hinmacht. Ich hoffe, dass sie jetzt alle erwischt. Okay, das ist schon mal sehr gut. Hier müssen wir auf jeden Fall die Rüstung zerschmettern. Oh, das tut gleich weh. Das tut gleich sehr, sehr böse weh. Trifft ihr die Brandschlacke? Oder auch nicht, warum auch immer. Ich weiß nicht, hat ihm das jetzt gerade was abgezogen? Ich kann es jetzt gerade echt nicht sagen. So, jetzt kommt hier unsere Freundin. Oh, die ist so super stark. Bam. Sehr nice. Ja, das war jetzt nicht so schwer, würde ich sagen. Ja, endlich können wir dich auch befördern. So. Nach dem Kampf legt ein Wal seine Axt weg und steckt sich seine Pfeife an. Hakon grüßt er dich. Wie gut, dass du unser Signal gesehen hast. Er erklärt, dass sie aus Schlitt kamen und umzingelt wurden. Sie erblickten euch in der Ferne und entfachten ein Feuer, damit ihr sie bemerktet. Das Risiko eingehend, dass auch die Wüter sie bemerkten. Nun füllt ihr beachtliches Kommando die Reihen deiner Karawane. Oh, oh, geil. Also wenn sich das nicht gelohnt hat, okay, ihr seht, alles voll. Es ist alles voll. Deine Krieger verlangen eine Pause. Seufzend lässt du die Karawane anhalten, aber eigentlich spürst du die Höhe und deine Erschöpfung ebenfalls recht deutlich. Mogerel lehnt sich auf einen umgestürzten Baumstamm und fummelt an einem Stück Brot herum. Wird kälter, meint er und starrt in die Ferne. Du siehst Grathorn, hier drüben, das am Rand der Berge eben zu sehen ist. Ein Schwarm Raben gleitet am klaren Himmel in die Richtung des Forts. Wir sollten diesen Vögeln folgen. Alles klar mit dir? Ohne weitere Worte rennt Mogerel auf die Vögel zu und stolpert über die Klippe. Plötzlich segelt er durch die Luft und schlägt wild mit den Armen. Er stürzt auf Grathorn zu, bevor er in Flammen aufgeht und in den Turm stürzt, der daraufhin bröckelt wie ein Holzscheit auf einem Lagerfeuer. Du denkst, dass du den Verstand verloren hast. Dann wachst du auf. Du kannst dich nicht erinnern, das Lager aufgeschlagen zu haben oder vor den knisternden Scheiten eingeschlafen zu sein. Was ist los, murmelst du. Mogere kommt zu dir ans Lagerfeuer. Hakon, hast du gesehen? Fängt er an. Ja, ihr kommt überein, dies für euch zu behalten. Okay. Ja, also, unsere Leute werden jetzt langsam wahnsinnig. Dich befördern wir. Ach, ich kann gar nicht mehr. Das ist ja doof. Das ist ja Delf. Dann machen wir das auch mal eins hoch. Das kann vielleicht noch wichtig werden. So, Ludin, den konnten wir noch nicht. Der hat noch keinen getötet. Ich habe gerade überlegt, ob wir den nicht auch einmal aufleveln wollten. Aber das hat jetzt damit erledigt. Gunulf. 20. Oh. Uff. 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 Nein, will ich aber nicht. Ich will nicht. Ich will nicht befördern. Nein. Hör auf. Verdammt. Also 20 ist mir ein bisschen sehr viel. Vor allen Dingen Hakon möchte ich auch noch hochkriegen. Das sind auch nochmal 15. Also ich glaube, mit Gunulf warte ich noch. Ihr seht, es ist... Man überlegt sich das 10-mal, ob man die Leute dann auflevelt oder nicht. Aber die Moral ist gut. Das gefällt mir natürlich. Und wir haben eine fette Armee. Bestimmt hast du sie auch gesehen, sagt Mogerel. Wir werden verfolgt, seit wir den Götterstein verlassen haben. Sind uns Wüter auf den Fersen und nicht weniger. Vor uns sind bestimmt auch noch einige, aber in einem halben Tag erreichen wir einen dichten Wald. Da können wir sie abhängen.
Was mache ich denn jetzt? Nein, wir bleiben hier, würde ich sagen. Gut, ich gebe den Kriegern Bescheid. Sei vorsichtig, Hakon. Du solltest jetzt keine Risiken eingehen. Oh, 828. Wir haben einige mehr. Wir formieren uns wieder. Und erteilen den Befehl. So. Okay, das könnte jetzt sehr haarig werden. Jetzt haben wir zwei Fette hier stehen. Ich würde fast sagen, wir formieren uns mehr in diese Richtung. Ja, ich glaube, das ist richtig, wenn wir das so machen. Nee, warte mal, machen wir so. Oder? Nee, komm, wir machen es so. Okay, ich glaube, so ist das vernünftig. Machen wir es so. So, du gehst mal eins hier hin. Wir lassen die erstmal ankommen. Wir sind hier gut aufgestellt. Kleinen Schlacken. Ja, ich will die eigentlich nicht mit Gunnulf hier alle anlocken, weil der hält halt nicht so viel aus, ne? Wenn der hier draufhaut, ist er schon ziemlich schmerzvoll. Ja, komm, machen wir es jetzt einfach mal trotzdem. Du kommst hier hin. Schwächen wir schon mal. Okay, der muss jetzt da unten rum. Du kommst hier hin. Oh, der kann natürlich richtig fett draufhauen, der Typ. Ah, die sind alle so lahm. Das ist das Schlechte an den Wal. Wir müssen jetzt hier Punkte verbrauchen, damit wir ein bisschen weitergehen können, aber dann ist das so. Er ist gleich tot. Super. Ich will Gunnulf hier stehen haben. Na komm, dann machst du das so hier. Ich weiß nicht, ob Irsa so weit kommt, dass sie ihn angreifen kann. Komm, machen wir es mal so. Dass er nicht mehr so stark ist. Ich möchte ja gleich gucken, dass ich ihn hier irgendwie, obwohl da steht, unser Kollege wieder im... Oh, die sind... immer zur falschen Zeit dran. Das ist echt schlimm. Genau, kommen wir mal dahin. Na, jetzt würde ich ihn auch treffen. Ja, komm, dann mach das einfach mal so. Oh, damit hat er allen geschadet. Das ist schön. Wird aber ganz schön hakelig hier, um ehrlich zu sein. Ha, hier kriegt er ihn nämlich sowieso nicht. Was war das denn? Nee, machen wir es mal so. Oh, das ist sehr schön. Das ist das Praktische an den Menschen. Die sind natürlich klein. Hört sich irgendwie bescheuert an, aber es ist so. Du kommst hier an gar keinen. Ah, komm, dann geh mal hier hin. Ah, wir machen das mit der Brandgeschichte. Oder auch nicht.